Willkommen zurück zu Total War Warhammer in der Chaos-Kampagne jetzt. Gerade noch ein, zwei technische Schwierigkeiten gehabt. War der Sound nicht richtig, aber jetzt müsste alles gehen. Falls nicht, schreibt es im Twitch-Chat. Ein großes Hallo an alle, die jetzt schon da sind. Natürlich auch ein Hallo an alle, die später auf YouTube dazu kommen und zuschauen. Ich bin mit der Chaos-Kampagne und habe hier zwei Armeen, die ich im Moment aufgeteilt habe. Einmal Archon, der ewig Auserwählte, mit dem ich im Moment zwar durch das Gebiet, na, hier sind die ein bisschen, ne, finden sie jetzt nicht so gut, dass ich da durchlatsche, also von Bretonia durch das Gebiet latsche ich gerade, aber die möchte ich noch nicht angreifen. Zwar gehören die zu meinen Kampagnenzielen, aber ich konzentriere mich gerade erstmal auf das Imperium und möchte hier hinten in die weniger, ja, bewachte, ins weniger bewachte Hinterland. Das ist die eine Idee. Und eine Armee habe ich hier oben, mit dem ich auch gegen das Imperium kämpfe. Um Bretonia kümmere ich mich dann noch später. Ich muss gerade mal gucken, was mit wem mache. Ich belager mit dem hier anscheinend gerade die Stadt. Das ist immer so, wenn ich eine kleine Pause mache, damit ich wieder ins Spiel komme. Was habe ich denn? Ein Rambok. Null. Meine beiden Helden sind ganz schön angefasst. Die müssen sich mal erholen. Ich belagere, also ganz ohne Belagerungsturm. Auf so eine normale Belagerungsschlacht gegen so eine Garnison, das macht nicht besonders viel Spaß, immer ein bisschen langweilig. Ich speichere mal schnell und gucke mal, wie das die KI macht. Wir haben schon festgestellt, das habe ich jetzt auch mal nochmal anders gelesen von anderen Let's Playern und von anderen Leuten, die mal Total War Warhammer spielen. Das ist ein bisschen komisch mit KI-Schlachten. Manche Einheiten werden da total aufgerieben, zum Beispiel meine Chaos-Riesen. So Monster und große Einheiten gehen immer total drauf, weil die KI damit irgendwie Quatsch macht. Und Helden sind auch gefährdet. Das ist ein bisschen komisch. Deswegen alleine mit meiner anderen Armee, mit denen ich Chaos-Riesen habe, muss man da echt aufpassen. Aber die Einheiten sind hier anscheinend nicht so betroffen. Das ist sehr nett. Noch ein bisschen Geld eingesackt. Einen Rang erhalten. Ein entscheidender Sieg. Das war auch relativ einfach. Das kann ich nochmal ausrauben für nochmal 7000. Ist schon nicht so ohne. Noch einen Anhänger halten. Vom Nittenheim gehört zu dieser Region. Mir ist ja auch wichtig, das Imperium ökonomisch zu schwächen. Und Nittenheim hat den Vorteil, oder diese Mittenlandprovinz hat schon eine Ruine. Und das Gute an Ruinen ist, dass halt dann keine Erlasse mehr für die ganze Region gemacht werden, für die Provinz. Und das will ich halt verhindern, weil das immer relativ stark ist. Jetzt könnte ich hier zu den Provinzen, zu den beiden Gebieten ziehen. Und mal gucken, was man prinzipiell so rausholen kann. Jetzt kann ich hier nicht mehr angreifen. 17.000 ist der Raubwert. Im Endeffekt, Imperium muss ich ja komplett besiegen. In den Siegbedingungen zerstört folgende Fraktionen. Die Zwerge haben wir schon. Ist mir schon los, jetzt die beiden halt noch. Let us corrupt. We shall weave the fates. Und dann würde ich sagen, dann ziehe ich hier gen Norden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und. Warum ist die Karte ein bisschen komisch gedreht, oder? Salzmünd und Norden. So. So sieht es ein bisschen besser aus, wie es auch auf der Karte dargestellt ist. Finde ich immer ein bisschen leichter, wenn man das dann so darstellt, wie es auch auf der Karte ist. Dann habe ich es leichter, die Übersicht zu behalten. Muss ich gleich nach unten noch ein bisschen drauf achten. Dann würde ich jetzt sagen, ich ziehe bis hier oben hin. Dietershafen ist auch noch relativ gut. Salzenmünd und Norden. Muss mal demnächst aufpassen oder anfangen darauf zu achten, wann ich Sachen noch ausraube und wann ich es einfach platt mache, weil das ja mein Ziel ist. Dass ich da mal auf das Ziel hinarbeite. So, ich gucke jetzt mal, dass ich noch 25% Bewegungspunkte habe. Wie geil das hier, er zieht ja bis zu dieser Brücke, die auch ganz cool dargestellt ist. Komme ich jetzt hier noch rüber? Ich will eigentlich jetzt nur diesen einen Schritt noch machen und hoffentlich danach noch von. Habe ich schön nachgemacht, oder? So, jetzt können die sich mal ein bisschen erholen.
Und dann ist Salzenmünd als nächstes dran. Das wäre auch wieder eine ganze Region, die ich da bearbeiten kann. Von daher ist das ganz gut. Mittenheim ein bisschen ausgeraubt. Vielleicht haben die auch da bald Korruption minus 9 pro Runde. Instabilität der Provinz minus 1 pro Runde. Charaktere und Hordengebäude. Muss mal gucken, wie da die öffentliche Ordnung weiter beeinflusst wird, weil sonst haben die auch bald eine Rebellenarmee, was natürlich auch mal ganz nett ist, dass die ein bisschen beschäftigt sind mit so einer Rebellenarmee. Jetzt bin ich hier an der Küste, hier oben sieht man halt Bretonia und den Everchosen habe ich schon bewegt. Kann ich denn hier noch was bauen? 15, 16 brauche ich für die Drachenuhrversammlung, das wäre das nächste. Slayer Rocky schreibt, er hat ein ganz schlimmes Guilty Pleasure. Ja, dann, wenn du es jetzt schon anteaserst, dann verrat uns auch welches. So, bei 5 kann ich das Kriegsheer der Zerstörung bauen. Habe ich mehr Hordenwachstum? Das mache ich, glaube ich, als erstes. Gibt es nicht irgendwas, gab es nicht irgendwas alles? Unterhalt minus 5 für alle Einheiten, das ist ja auch mal was. Reliquienschrein. Wie langsam sonst manchmal hier das Hordenwachstum ist. Wann habe ich das nächste? In 2 Runden. Ne, dann lassen wir das so. Will ich noch irgendwas machen? Eigentlich nicht. Die Runde können wir vergehen lassen. Die Runde... Achso, der hat noch einen Fähigkeitenpunkt. Ja, das wollen wir ihm nicht vorenthalten. Manticore erst ab Level 22. Okay, das ist noch ein bisschen entfernt. Ich habe hier ein bisschen seinen... Sein Spelltree verbessert. Arkane Kanalisierung. Klingt doch ganz gut. Da habe ich einen Punkt, da habe ich einen Punkt. Und dann machen wir halt Erdung noch als letztes einfach. Zack. Und dann Arkane Kanalisierung demnächst. Mal den Timer gestellt, weil ich bei Warhammer immer so schnell die Zeit vergesse. Was dann ein bisschen unpraktisch ist. So, wie sieht's denn hier aus? Erholen sich die Runde ein bisschen. Wie viel HP hatten der? 1100 und 900. Ich versuche mal, dass sie sich ein bisschen erholen zwischendurch. Wir sammeln ganz schön Geld an, aber es ist auch nicht schlecht, weil ich demnächst eine dritte Armee aufstellen möchte mit dem Codex Sun Eater. Finde ich extrem cool. Und da habe ich schon Bock drauf. So. Stellung keine. Denn wir belagern jetzt die Stadt. Bring them to ruin. Wie ist das, wenn ich das so machen würde? 6, 12. Eigentlich müsste ich ja 3 bauen können, ja genau. Aber das will ich nicht. Ein Rambock reicht. Vielleicht greife ich eh schon früher an. Der Humphrey Knarrhelm hat eh nur eine relativ schwache Garnison. Nicht speichern, Belagerung fortsetzen. Nur eine 8er Garnison. So, Mittenheim erholt sich ein bisschen. Na, das geht nächste Runde auf 78. Und da die Instabilität der Provinz minus 1 Bundes, das heißt, dauert ein bisschen, bis da eine Rebellion gibt. Schade. Hätte ich ein bisschen mehr von erhofft. Wie sieht es denn hier in der Region aus? 100. Denen geht es mal zu gut. Unerträglich gut drauf. Und hier, Archon, da ewig ausgewählt. Wie sieht es denn hier aus? Korruption, 23. Ich habe ganz schön viel Korruption, aber ist denn egal. Die haben irgendwie so gute Gebäude, dass sie jetzt alles rausholen immer. Finde ich eine Frechheit. Irgendwie komme ich aber nicht so weit hier. Gucken, wie er seine Armeen bewegt. Imperator Karl Franz. Der Bewegungsspielraum ist ja irgendwie auch ganz schön eingeschränkt. So, ich will jetzt jede Runde sich ein bisschen erholen, dass ich mit denen ein bisschen was machen kann.
Der Phragmosmati gibt dir den ständig Erfahrungspunkte. Die sind echt langsam. Das sind echt gut ausgebildete Einheiten. Rang 7, Rang 6, ne? Das kommt alles langsam. Gar nicht schlecht. Und dann gibt es die Runde schon wieder nicht viel zu machen. Oh, ich habe hier noch einen Helden. Den Ukathal Sklavenschinde, der nicht mal entsendet ist. Was kann denn der so? Ganz vergessen, dass ich da noch einen Helden habe. Der hat keine Anhänger, der hat kein gar nichts. Der kriegt jetzt mal irgendwelche Sachen, die ich noch übrig habe. Habe ich denn irgendwas übrig? Nö. Alles verbraten und verbraucht. Na dann. Habe ich denn irgendwelche anderen Sachen übrig? Kriegt der hier irgendwelche Items, die sonst keiner trägt? Wenn es sonst eh keiner trägt, kann er es auch ruhig haben, obwohl die eher nur im Kampf wichtig sind. Geschossresistenz, Trank der Tollkühnheit. Es müsste irgendwas geben, was auch auf der Kampagnenkarte gut ist. Wir wollten aber hier reingucken. Adept. Ah, fremde Armeen angreifen. Dafür habe ich den ausgebildet, okay. Zap ist natürlich ganz gut nochmal als Attentäter. Den bilde ich also für die Kampagnenkarte aus. Was ist denn, wenn ich den entsende? Modifiziert die Energiereserven der Winde der Magie. Mehr macht er nicht. Okay, ein bisschen schwach. Korruption. Verteilt er noch ein bisschen. Gegen starke Armeen ist der halt noch ganz gut, dass ich die im Vorfeld ein bisschen bearbeiten kann. Aber ansonsten ist der eigentlich ein bisschen schwach. Da habe ich wahrscheinlich ein bisschen Todeshex, da habe ich wahrscheinlich ein bisschen rumexperimentiert. Aber irgendwie. Nutze ich den halt als Attentäter. Kann ja irgendwie noch coole Attentäter-Sachen lernen. Zap kann er halt. Fehlleiten. Bewegungsreichweite. Gebäude beschädigen. Das ist die Magiestörung. Na gut, gegen eine starke Armee mit Magiern ist das auch nicht so verkehrt. Bestimmt ganz toll. Bisschen enttäuscht bin ich trotzdem. So. Und dann war es das auch schon in der Runde schon wieder. Im Gegensatz zu den Zwergen, wo ich das ganze Imperium verwalte, so eine riesige Streitmacht und mehrere Armeen und Gebäude und Städte, merkt man es hier schon ganz ordentlich. Das geht einfach, die Runden gehen viel schneller. Aber nur die zwei Horden und eventuell ein paar Helden. Was soll man machen? Geht's halt alles ein bisschen schneller. Wechselhafte Winde der Magie, ja, ja, ja. So, und ich habe jetzt hier unten, ich wechsle erstmal zu Archaon. Interessiert mich nicht mehr. Gesehen, dass er hier nicht das bisschen antizipiert, was ich hier vorhabe. Und mit dem Balthasar Geld eine starke Armee hier nach Süden zieht. Die Armee vom Imperator sehe ich gerade gar nicht mehr. Bräuchte ich eigentlich hier im Süden, bräuchte ich den Helden, den hier. Um die Aktion gegen die Armeen halt auszuführen. Den bräuchte ich halt hier. Da bräuchte ich ihn. Oh, diesmal haben sie ein bisschen mehr auf die Nase bekommen. Beute erhalten. Und mal das Chaos erhalten, sehr schön. Immun gegen Psychologie. Okay. So mittel toll. Ausrauben. Danke. Da, jetzt müssten die aber mal wieder. Was haben wir hier? Okay, das ist eh keine komplette Petershafen. Was, in welche Richtung ich ziehe. Minus 3 haben die jetzt. Ich finde es natürlich nicht so gut, dass sie da verhauen werden. Ich überlege jetzt mal, jetzt muss ich die zwischendurch doch mal sich ein bisschen erholen lassen. Wenn ich so früh stürme, ist die dann doch auf die Helden.
So, hier rüber. Und ein Lager aufschlagen. So, ich bin ein bisschen erholt wieder. Vor allem die beiden Helden kriegen ihm auf die Nase. Der Sklavenschinder ist da auf dem Weg. Und was ich mit dem Archaon jetzt mache, ist halt die Frage. Da hier die blöde Armee vom Balthasar ist. Eigentlich genau das, was ich umgehen wollte. Das sind halt so starke... Ziehe ich einfach eher ein bisschen Richtung Süden und gucke mal, was da ist. Ich ziehe da einfach lang. Und, nice. 16, das heißt, ich kann die Drachenogerversammlung bauen. Dann nutze ich das mal so aus, dass ich so weit ziehe wie möglich. Da mein Lager aufschlage. Und die Drachenogerversammlung baue. Kostet ja auch was. Ganz ordentlich. Und dann kann ich den Codex Sun-Eater bald rekrutieren. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Er erholt sich da. Ein anderes auf dem Weg. Und schon wieder eine Runde vorbei. Mit ihm 4. Ich warte ja auf 5, dass ich das Hauptgebäude bauen kann. Genau. Und da kommt eine zweite Armee. Aber es ist eine bretonische Armee. Ne, es war eine Imperiumsarmee, die je nach... Die sind ja im Krieg, Bretonia und das Imperium. Was ganz gut ist, hoffentlich schließen die nicht so schnell Frieden. Deswegen will ich auch nicht beide zusammen angreifen. Mit Bretonia bin ich ja einfach relativ neutral und mit dem Imperium im Krieg. Ha! Legendärer Kommandant verfügbar. Kolek Sonnenschlinger. Ja, das ist mein Ziel, aber suche ich mir vielleicht erst mal ein bisschen hinten eine ruhigere Ecke, wenn ich die Armee ausbilde. Also was ich sagen wollte, ist, ich bin mit Imperium im Krieg, mit Bretonia, damit man hier das Gesicht sieht, neutral. Und das soll auch so bleiben, deswegen greife ich nicht beide an, weil sonst verbünden die sich noch gegen mich. Und so sollen die lieber ein bisschen gegeneinander kämpfen, das finde ich super. Wir können auch mal kurz in die Diplomatie reinschauen. Genau, solche Bretonische sind im Krieg mit dem Imperium. So soll es bleiben. Wie geht's eigentlich in Skelingern? Why do you come to the frozen north? Die haben so gar keinen Bock auf irgendwas, oder? Freundlich verbessert sich, aber auch nur minimal. So, irgendwas mal zusammenarbeiten. Was ich mit dem Imperium echt verkackt habe am Anfang, man sollte zumindest einen Stamm erwecken und mit denen dann richtig zusammenarbeiten. Das bringt einen schon weiter. Und das habe ich am Anfang so, dachte ich, oh, nö, das gefällt mir nicht so. Und das ist eine Sache, die mir in der Chaos-Kampagne jetzt echt fehlt, dass ich keinen Vasall habe oder so, mit denen ich halt mit einem erweckten Stamm. Und man braucht auch für den einen Helden, das können wir mal kurz angucken, muss man nämlich auch Kommandant rekrutieren. Ist ein Kommandant aus? Genau, muss hier für den Prinz Siegwald, den ich eigentlich ganz cool fände, muss man sogar 4 norskanische Stämme freischalten. Mit der Erweckung. Tja. Und Kolek, da brauche ich Bevölkerungsüberschuss 6. Also dauert es eh noch ein kleines bisschen, bis ich das direkt machen kann. Aber dann werde ich es machen. Das hat der Plan. Auch gut, Bevölkerungsüberschuss 6. Pro Runde kriege ich 11. Dauert also noch ein bisschen, aber die Runden vergehen ja mit Chaos eh relativ schnell. Das haben wir ja schon festgestellt. Wie sieht es mit Plündern eigentlich aus? 1200, ganz schön krass. Wie viel brauche ich noch, damit ich noch plündern kann? 50%. Ziehe ich einfach ein bisschen durch die Gegend und plünder. Die sind ja relativ... Weil die Burg angreifen, eine Achtergarnison und eine ganze Armee drin, will ich gerade nicht. Plündern wir einfach. So, viel Spaß. Und zieh weiter nach Süden und guck mal, wie ich da gegen das Imperium vorgehen kann. Ich weiche den Armeen im Moment erstmal aus. Versuche niederzureißen, was geht. Kriegen wir schon hin. Und hier sind die ganzen starken Garnisonen. Reikland ist echt stark befestigt. Das lasse ich gerade nochmal. Aber plündern ist gut. Bin auch nur auf meiner Seite. Kein Stress mit Bretonia anfangen. Bisher, das passt.
Ulek, der dunkle Zauber will ich gar nicht. Den Urkathal. Sklavenschind habe ich ja eh schon hier rüber geschickt. Passen wir nochmal ein bisschen an. Er soll hier so hinkommen. Das macht er dann am Ende der Runde. Und Ulek. So. Die sind immer noch im Erholungsmodus. Das Hafen hat eine 6er Garnison. Plündern 646. Belagern wir das wohl schon mal. Muss man nicht mal. Das ist nicht, hat nicht mal eine Mauer. Ja, dann nehmen wir das einfach schnell ein. Umso einfacher. Gefangen nach der Schlacht 12%. Hat der Ruleck jetzt schon bekommen. Gucken wir uns das mal kurz an. Wo ist denn 12%? Da. Sehr schön. Und er ist ein Level aufgestiegen. Arkane Kanalisierung. Das sollte er lernen. Da habe ich ja darauf hingewiesen. Oh, er ist bei Level 23. Der Dekasor ist echt gut. So, jetzt kann ich immer noch mal das Lager aufschlagen. Und jetzt sind nicht mehr so schweineglücklich. Langsam machen wir die Provinz ein bisschen kaputt. Und dann werde ich erstmal Dietershafen, glaube ich, als nächstes einnehmen. Damit ich da dann die Provinz störe und halt wirklich mal langsam mit meinen Plänen gegen das Imperium weiterkomme. Ich raub die jetzt immer ganz gut aus, hole mir Geld rein, aber ich will die jetzt auch ja, mittelfristig zerstören. Erholt euch mal eine Runde. So, dann haben wir hier noch. Der ist auf dem Weg. Die machen das. Das passt doch alles ganz gut. Der Plan gegen das Imperium läuft. So soll das sein.